Was glaubt man, Ossi-Fighter Oser hier? Wir haben nicht genug! Wir wollen einfach mehr, wir wollen eskalieren. Ich brauche, ja, also Rainbow Glurak wäre mehr als der Dream. Einen weiteren Dream hätte ich gar nicht. Vorerst, es gibt immer Dreams, so ist es nicht. Aber Freunde, ja, heute 10, wir haben 10 nette Booster. Kräfte im Einklang, diesmal die deutsche Edition, deutsche Version. Ich finde, englische Ausgaben sind so gut wie ausverkauft. Sogar die deutschen sind ausverkauft, weil das Ding geht weg wie eh und je. Das Ding ist hier noch, es kommen ja noch quasi. Fangen wir mal sofort an. Es wird ja auch quasi das nächste Set schon kommen im August. Unified Minds werden wir auf jeden Fall auch öffnen. Ein schönes Display würde ich gerne öffnen. Da ist auch wirklich geile Karten, unter anderem Mew, Mewtwo. Aber auch zwei meiner wirklich Favorites nach Glurak, Zubiris und Despotar Tag Team. Die sehen auch wirklich geil aus. Das heißt, in Zukunft könnt ihr euch auf jeden Fall auf Unified Minds freuen, Freunde. Wenn euch das Ganze im Endeffekt gefällt, wenn ihr mehr Pack Openings sehen wollt, könnt ihr den Ganzen auf jeden Fall gerne ein Like geben. Das hier ist für euch. Das sind die deutschen Ausgaben. Die Karten sagen ja nichts aus. Genau, also gerne ein Like da lassen, auch gerne ein Abo auf jeden Fall. Und falls ihr Interesse daran habt, die Links in der Beschreibung könnt ihr gerne euch abchecken. Falls zum Kaufgrund kommt, Code OZERU und ihr habt 5% gedeckt von eurem Einkauf. So, ja, let's go. Ja, Unified Minds wird geil, freue ich mich auf jeden Fall drauf. Aber danach kommt noch ein Set, Ende August, Hidden Fates. Hidden Fates werden voll mit Shiny-Karten sein und dem Trio Lavados, Arctos und Zapdos. Lekomio, da werde ich auf jeden Fall drauf gespannt sein, was sie da pullen werden. Oh, Rabigato, okay, das ist normal, ja. Da bin ich auf jeden Fall drauf gespannt, was wir da pullen werden. Ich freue mich auf jeden Fall drauf, Freunde. Pack Openings. Ich habe wieder meine alte Leidenschaft gefunden. Wirklich jahrelang nichts gemacht mit Packs, also mit Karten an sich, sei es Yu-Gi-Oh!, Pokémon und so und so fort. Dragon Ball, Freunde, haben wir in letzter Zeit auch geöffnet. War auch auf jeden Fall geil. Wolltet ihr sehen, die Shulking ist richtig geil. Da kommen auch neue Sets auf jeden Fall noch raus im August. Und es macht wirklich Fun, also Unbroken Bonds hat mich wieder reingebracht und das finde ich wirklich geil, weil Unbroken Bonds mit einem Glurak, geil, einfach nur geil. So, Feenschmuck-Fähigkeit haben wir an der Stelle. Rabauzen, sehr cooles Pokémon, als es damals Rabauz gab und man quasi, er sich zu, oder immer noch natürlich, zu Capoeira entwickeln kann, zu Kikli oder Nocturne, das war so genial damals. Und das Gestörte war, es hing von den Statuswerten ab, das fand ich auch wirklich geil. So, ja, GG. Machen wir mal hier an der Stelle weiter. Ah, ja, apropos Marshadow, ne? Apropos Marshadow. Ja, Freunde, konntet ihr auch wieder eine Leidenschaft dafür entwickeln oder habt ihr neu mit sowas angefangen? Könnt mich gerne wissen lassen, auf jeden Fall mit den Sammelkarten. Genau das hier ist für euch. Falls ja, könnt ihr mich auf jeden Fall gerne wissen lassen, was ihr auch gezogen habt, ne? Ich wünsche euch, by the way, viel Glück, falls ihr auch quasi irgendwas pullen werdet oder demnächst was kauft. Okay, kurz abchecken, läuft alles. Ich hab alles sehr schön. Pii! Dodu! Rihorn. Ein richtig geiles Pokémon, Rihorn. Ähnlicher Ruf wie Glurak. Rihorn oder Rezeros, einer von den beiden war es. Habitat. Alter, Schnurp! Tangela. Puffiness. Okay, okay, okay. Drei Boots haben wir geöffnet. Es setzt noch in Grenzen. Aber wir haben ja noch ein paar. Es sind so gesehen 10 Random Packs. Also nicht aus dem 18er Display, nicht aus dem Build and Battle oder aus dem vollwertigen Display oder so, also klar, im Endeffekt aus dem vollwertigen Display, aber random rausgepickt, wie gesagt. Bin ich mal gespannt, wie das verlaufen wird. Also ich muss schon ehrlich sagen, dieser Glurak Rainbow, richtiger Mon Glurak, der ist ja mal richtig gestört. Aber ja, das wäre halt Rabauz, okay. Hey, hatten wir nicht die Abfolge gerade eben? Traumato, okay. Ah ja, Freunde, ich wollte einfach ja auch Spaß haben, sag ich mal. Ich will einfach auch Spaß haben mit Fuego. GG, wir haben nicht mal eine Hole gezogen. Also. Kann man so Spaß haben, frage ich euch. Kann man so Spaß haben, oder? Oder Leute. Oh je, Leute. Ich frage euch, kann man so Spaß haben? Oder wollen wir da die Puls? Wir wollen die Puls, denke ich mal. Also wäre geil, wenn mindestens natürlich eine geile Karte droppen würde. Da hätte ich auf jeden Fall nichts dagegen. Stolrak, cooles Pokémon auf jeden Fall. Grüns Erkundung. Die da. Shellock ist so cool. Die ersten Starter, Freunde, die sind so genial einfach. Charmian! Fukano, ein richtig cooles Pokémon. Nebulak. Togepi! Togepi war auch echt verschickt, als damals im Anime kam. Dachte ich mir, hey Togepi, das gehört doch nicht zu Kanto und dann. Sowohl als auch Meryl, ne? Aber die waren einfach da mit am Start und auf einmal kam GG Johto. So wie dieser Pult. Oh!
Ich bin so eine Ratte, ich bin so eine Ratte. Ey, zum einen, ich habe euch wahrscheinlich gerade die Ohren voll geschrien. Ich habe mich selbst erschrocken. Ich dachte, es ist eine normale Trainerkarte, aber es ist eine Metallkernbarriere, eine Secretware, 232 von 214. Wenn diese Karte an einen deiner Pokémon angelegt ist, lege sie ihm am Ende des Zuges... Was? Am Ende des Zuges deines Gegners. Wenn diese Karte an ein deiner Pokémon angelegt ist, lege sie am Ende des Zuges deines Gegners auf deinen Ablagestapel. Dem Stahl-Pokémon, an das diese Karte angelegt ist, werden durch Attacken deines Gegners 70 Schadenpunkte weniger zugefügt. Secret Rare. Wir haben tatsächlich eine Secret Rare gezogen. Krank, krank. Gold. Wie geil das aussieht. Goldene Trainerkarte. Die Trainerkarten sind Gold. Trainerkarten. Ja, doch, es sind Trainerkarten natürlich. Aber es ist ein Item halt quasi an der Stelle. Also es gibt ja auch Unterstützer, so wie Grün und so, was die gerade gesehen haben. Geiler Pull. Geiler Pull. Tut mir auf jeden Fall. Ich werde oft gefragt, was ist das hier? Wo habe ich das? Was ist das? Das sind Toploader, Freunde. Ich kann es euch mal gleich gerne zeigen. Toploader, Moment. So sieht das Ganze dann aus. Ja, dann ist es nochmal doppelverpackt. Und Toploader sieht folgendermaßen aus. Das ist das, was ich mir kaufe, Freunde. Findet ihr auch quasi auf Gate to the Games. Die Links in der Beschreibung. Oder vielleicht bei euch auch lokal irgendwo. Müsst ihr einfach nur hingehen, fragen. Und eventuell haben sie das ja. Genau. Ich habe mir das hier bei mir lokal geholt. Wir haben echt eine Secret Rare gezogen. Wir haben echt eine Secret Rare gezogen. Nochmal sorry, dass ich so krass geschrien habe. Ich habe nämlich echt nicht damit gerechnet. Wollen wir mal Folgendes machen? Wartet mal. Ich hab... Hä? Nee. Hey, ich bin verwirrt. Ich bin... Ja, wollen wir mal... keine Ahnung. Die letzte Karte zeige ich euch, nicht mir. Zuerst, okay? Und dann gucken wir mal, was da abgeht. Radikal, Pikachu, Mabla. Skorgler finde ich sehr cool. Als Skorgler eine Entwicklung bekommen, also Skorgro, ich fand das richtig geil. Das ist die Reverse-Tool, also guck mal weg. Oh, nehme ich an. Rots Herausforderung, eine Holo-Karte, auf jeden Fall was wert, weil sie spielbar sein sollte. Reds Challenge ist auf jeden Fall nice. Das in Full Art sieht geil aus. Red Challenge in Full Art sieht richtig genial aus. Alright, Freunde, wir haben hier noch... Oh, letztes Pack haben wir hier, Glurak. Wir haben aber noch 4 Packs, wenn ich das Ganze bisher schon gefallen habe, vergesst auf jeden Fall gerne ein Like geben, wenn ich das Pack öffne. Ja, die Karten wollen wir nicht beschädigen, was mache ich eigentlich? Eskaliere. Darf ich dir was verraten? Diese Sitzung ist nach der Sitzung von meinem Destroyer Kings vom 25.000 Abonnenten Special. Und davon bin ich noch aufgebracht. Wenn ich es nicht gesehen habe, Freunde, dann schaut es euch an. Es war wirklich genial. deswegen bin ich davon noch ein bisschen aufgebracht, sage ich mal. Iskala, Raupi, Pipi, Quapse, Rettan. Schlobleck. Wollte gerade sagen, Rettan. Freunde, Rettan, rückwärts gelesen. Was heißt das? Arbok, rückwärts gelesen. Was heißt das? Falls ihr es nicht wusstet, dann habt ihr jetzt mein F***. Und ja, es ist schwierig. Okay. Die letzten 3 Packs, Freunde. SEC gezogen. Ich kann mich auf gar keinen Fall beschweren. Aus 10 Packs. Geil, geil, geil. War ein geiler Tag heute auf jeden Fall. Und dann machen wir das Ganze mal folgendermaßen. Energiespinner. Spinner. Das ist ein Fidget Spinner. Okay, Pokémon auf Pikachu. Kanivana. Flamio. Pipi. Juro. Skorklammer Ball. Elektromagnetisches Knuddeluff. Elektromagnetisches Knuddeluff. Knuddeluff. Freunde, da bin ich drauf gespannt, was da kommen wird. Da bin ich drauf gespannt, was in dem Glurak-Pack kommen wird. Wir nähern uns dem Ende. Oh, wow, wow, mal langsam, ey. Oh, mau. Kornkappe, Plaudergeil. Also ein GX-Pokémon wäre nicht schlecht. Wäre das noch drin, das wäre wirklich geil. Pretty. Kapsel. Oh, sorry. Rettan, Traumato, Geowatz Holo, okay, Holo nehme ich auf jeden Fall an. Aber Leute, one last pack, hatten wir das letzte Mal? Willst du noch die Sawarudo Plays? Bin gespannt, ob es diesmal was wird. Ja,
Das ist genial gewesen. Das hat mich richtig gefreut auf jeden Fall. Letztes Pecorino! Trommelwirbel bitte nochmal für uns alle hier an der Stelle. Dann bin ich mal drauf gespannt, was hier noch droppt. Und zwar... Lol, habt ihr hier den Code? Unser Legend... Warte, ich mach mal folgenden. Das sollte die Secret Rare sein. Ich leg's einfach mal hier hin, okay? Das ist hier, ihr seht es. Dann decken wir das am Ende auf. Aber was heißt Secret Rare? Sondern falls es eine Karte ist, sollte das die seltene sein aus dem Booster. Eine weitere Secret Rare würde ich aber auf jeden Fall nicht nein dazu sagen. Ultrigaria, Überraschungskiste. Bin gespannt, ob wir auch gleich eine Überraschung bekommen werden. Rihorn, Fucano. Lol, das ist gerade Pokémon Rap, das hat mich an eine Pokémon Rap erinnert. Dragosso, Riolu, Porygon, Kapura, Zawardo, Tokyo Tomoe. Ah, geil wäre es auf jeden Fall. Aber hey, das ist die heutige Ausbeute. Wir haben eine Secret Karte auf jeden Fall gezogen. Richtig geil mit der Metallkernbarriere. Freunde, wenn euch das Ganze gefallen hat, dürft ihr das auf jeden Fall gerne ein Like geben. Vielen lieben Dank fürs Zusehen. Ich wünsche auf jeden Fall noch eine schöne Zeit und dann sehen wir uns hoffentlich das nächste Mal wieder. Macht's gut, Freunde. Peace. When I pull up at your girl, mommy wanna be my world. You a man, bro, don't you cry.